Hallo und herzlich willkommen. Ich suche mir gerade mein heutiges Paar Schuhe aus. Bei dieser Auswahl hier ist es sehr wahrscheinlich, dass es wieder hohe werden. Wobei wir alle ja wissen, dass hohe Schuhe nicht gerade gesund sind. Aber wie sieht es denn dann aus, wenn man gar keine Schuhe trägt? Barfußlaufen also. Ich treffe mich heute mit Alberti in Konstanz, um diese Frage mal zu klären. Über 2100 Kilometer innerhalb von 86 Tagen und das ohne Schuhe. Der Villinger Alberti holt sich den Weltrekord im Barfußlaufen oder besser Wandern. Täglich legt er 25 bis 40 Kilometer zu Fuß zurück. Der Psychotherapeut und Heilpraktiker sammelt auf seiner Tour Spenden für hilfsbedürftige Kinder. Kurz vor seinem Ziel von der Ostsee bis Maria Einsiedeln in der Schweiz treffe ich ihn in Konstanz. Hallo. Hi, hallo. Ich grüße dich. Hallo. Ich grüße dich. Setz dich Freut hin. Mich. Danke. Na, jetzt bist du 80 Tage unterwegs. Das ist ja schon eine erstaunliche Leistung. Finde ich auch. Ich kann es gar nicht glauben. 80 Tage nonstop von Rügen bis Konstanz. Wahnsinn. Und noch 5 Tage und dann hast du es geschafft. Richtig, ne? Ja. Und hat das also wirklich nur diesen Hintergrund, eben wohltätige Zwecke zu unterstützen, weil das ist ja auch der Jakobsweg, ne, von genau. Deutschland. Ist das auch ein bisschen spirituell was für dich? Na gut, es hat viele Aspekte. Es ist natürlich, zum einen ist wirklich das Charity-Projekt vorrangig, dann natürlich auch ein bisschen egoistisch, wann kommt man schon als 53-Jähriger mal ins Guinness-Buch der Rekorde. Das kann man mit Barfußlaufen, das habe ich entdeckt. Und natürlich ist das Barfußlaufen auch gesund. Also es ist tatsächlich so, dass ich auch gesundheitlich sehr davon profitiert habe, seit ich trainiere. Anfang 2016 habe ich mit dem Training begonnen. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr, also die Füße bilden sich gut aus. Es ist auch eine gesunde Geschichte. Ja, und insofern ist das so ein bisschen Konglomerat von allem. Okay, du hast gerade das Training angesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also könnte ich jetzt auch einfach loslegen und dann mal laufen, gucken, wie weit ich komme oder dass ich vorbereitet? Wie sah das genau. aus? Genau, ich habe die Idee entstand Ende 2015 und dann habe ich angefangen im Alltag barfuß zu laufen. Bin also auch in meiner Praxis und so weiter immer barfuß gelaufen, wenn ich mit meinem Hund spazieren gegangen bin. Aber man muss langsam anfangen, 1 Kilometer barfuß, dann wieder Schuhe anziehen, denn die Fußsohle ist das ja nicht gewöhnt und die schlägt dann schnell Blasen. Also man muss langsam aufbauen, sodass die Lederhaut unter dem Fuß sich mehr verdichtet. Das ist nicht die Hornhaut, die sich da aufbaut, ja, sondern so eine, wie eine dünne Sohle ist das. Das ist eigentlich eine Fetthaut, das ist ein lebendige Haut, nicht wie, wie sagt man, Hornhaut ist ja abgesprochen. Mhm, genau, deswegen spürt man ja auch nichts. Genau, und diese Lederhaut ist schon eine lebendige Haut. Deswegen spüre ich leider auch nach 2000 Kilometern meine Füße noch. Aber sie sind unempfindlicher gegen den Bodenbelag dann. Mhm. Und wenn du jetzt hier läufst, nach wirklich dann so einer enormen Anzahl an Kilometern. Wie ist es jetzt, wenn du jetzt hier drauf läufst? Tut es denn jetzt mittlerweile weh? War es denn mal besser oder spürst du gar nichts mehr, weil die Lederhaut so ausgebildet ist? Ja, also am Anfang war es einfacher, am Anfang meiner Tour, weil durch das Training meine Füße gut vorbereitet waren und aber nicht so ständig gereizt waren. Ich bin ja nicht jeden Tag auf Schotter gelaufen zu Hause. Jetzt aber, nachdem ich doch 80 Tage auch vielfach auf geschotterten Wegen gelaufen bin, sind die Füße ständig einer Reizung ausgesetzt und das tut schon auch noch weh. Also ich muss freiwillig, dieser Untergrund geht einigermaßen, aber wenn wir eine feste Teerstraße haben und da ist Schotter drauf, dann ist das schon asig immer noch. Okay. Und gibt es eine spezielle Lauftechnik? Genau, also anders als mit den Schuhen, wo man mit dem Hacken zuerst auftritt und dann abrollt, sollte man beim Barfußlaufen, und das ergibt sich eigentlich auch aus der Natürlichkeit der Bewegung, dass man mit Mittelfuß und Vorfuß auftritt und den Hacken eigentlich zum Schluss ablegt. Dann ist das sehr viel natürlicher. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus, oder? Willst du es mal probieren? Okay, ich bin dabei. Also, Schuhe aus und dann super. Geht's los. Machen wir es gleich mal. Okay. Okay, genau. Jetzt, wenn man frisch läuft, hat man immer noch das Gefühl, man muss wie mit Schuhen laufen, also im Hacken zuerst. Versuch mal ganz bewusst mit Mittelfuß und Vorfuß zuerst aufzutreten, wie ein Tänzer. Dann merkst du schon, dass du aufrechter gehst. Fühlt sich erstmal anders, komisch an auch, ne? Ja, genau. Man kommt sich ein bisschen gestelzt vor.
Aber du hast viel mehr Gefühl in den Füßen. Du kannst besser gucken, was kommt da. Wenn da jetzt ein kleines Steinchen kommt, kannst du dem ausweichen. Mhm. Wenn du da mit dem Hacken direkt drauf trittst. Das tut weh, habe ich gerade eben schon gemerkt. Ja. Ne? Also hier ein bisschen gucken. Dann wechseln wir mal den Untergrund, gehen ein bisschen auf den Schotter. Auch da einfach gucken, schön mit dem Mittelfuß, Vorfuß. Das ist also jetzt gleich mal hier die harte Schule, ne? Stimmt. Wir machen ja eine Kurzeinführung. Ne? Wie fühlt es sich an? Also, auf Dauer wollte ich es jetzt nicht machen. So, jetzt hast du es gleich geschafft. Jetzt wechseln wir auf Rasen. Gleich viel besser. Genau, man muss damit rechnen, dass Bienen oder Wespen drin sind. Deswegen am besten mit dem Fuß so ein bisschen vorstreichen, damit du nicht irgendwo drauf trittst, sondern die möglicherweise ein bisschen wegschubst, wenn sie dann da sein sollten. Ne? Mhm. Aber ist jetzt schön, ne? Fast eine kneippsche Anwendung. Fast. Ja. Das ist jetzt für mich Urlaubsfeeling. Das ist schön, ne? Sand ist optimal. Leider haben wir nicht so viele Fußwege, die das hergeben. Mhm. Aber das ist natürlich ideal, weil der Sand gibt nach, die Füße können arbeiten. Also das wäre schön, wenn es solche Fußwege gäbe. Ja. Hier haben wir jetzt Hackschnitze. Also wenn man unbedacht durchläuft, kann man sich auch verletzen. Ne? Wie ist das bei dir gewesen, gerade Thema Verletzungen? Also ich habe verschiedene Scherben gehabt, Glasscherben. Ich habe Splitter gehabt, habe auch noch einen Splitter im Fuß, der nicht rausging. Der jetzt war so noch? Tief. Ja, immer noch. Am Anfang hat er wehgetan, aber irgendwann läuft es sich weg. Also es ist so, dass der nach einigen Tagen hat er dann nicht mehr geschmerzt. Man sieht noch den schwarzen Punkt. Aber um ihn zu entfernen, hätte man es aufschneiden müssen und dann wäre meine Tour vorbei gewesen. So. Ab ins kühle Nass. Genau. Die Belohnung haben wir uns verdient. Guck mal, hier können wir ruhig ein bisschen. Ah, herrlich, oder? Schon gucken, dass sie nicht ausglitscht. Das schön, ist aber schön, ja. Ist auch gar nicht kalt, gell? Nee, ist angenehm. So, Dele. Jetzt habe ich ja einen kleinen Einblick bekommen, was du hier so die letzten 80 Tage gemacht hast. Jetzt ist es bald vorbei. Ziehst du wieder Schuhe an? Ja, also ich werde sicherlich auf Barfußschuhe gehen, weil ich werde das genießen, mal wieder die Stadt oder die Gegend anschauen zu können. Das kannst du mit Barfuß natürlich in der Stadt nicht, weil du musst immer auf den Boden schauen. Insofern, es wird Schuhe geben, aber ich werde auch immer öfter wieder barfuß laufen. Okay, cool. Barfußschuhe, perfektes Stichwort, weil damit mache ich gleich weiter und teste die einfach mal. Okay. Und dir wünsche ich noch alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Letzten 5 Tage. Danke dir, alles Gute.